Stadion in Rom. Ein lauer Abend. Hoffentlich nur was das Wetter betrifft, nicht was das Spielerische betrifft. Bei mir Ernst Dokopil. Was kann man denn nach dem 0:2 von Wien heute von Rapid erwarten? Was ist denn eigentlich noch drin? Ja, was ist noch drinnen, das weiß man nie im Vorhinein. Aber es ist natürlich so, wir wollen die Chancen, die geringen Chancen, die uns noch bleiben, versuchen zu nützen. Wir wollen einfach ein Spiel bieten, wo wir den Gegner alles abverlangen und was dann rauskommt, wird man sehen. Kommen wir zur Aufstellung. Nikola Jerkan gestern hat so ausgesehen, als könnte er spielen. Kann er spielen? Ja, er kann spielen und er wird auch spielen. Gehen wir es chronologisch durch, von hinten nach vorne. Zunächst Tormann, ganz klar. Ja, wir spielen mit Hedl im Tor, mit, wie gesagt, Jerkan als Libero, dann mit zwei Innenverteidiger, mit Hidden und Radajcik auf die beiden Spitzen. Dann mit einem Fünfer-Mittelfeld mit Prosenik, Braun, Wagner, Zingler und Wimmer und zwei Sturmspitzen, Stumpf und Ipua. Wie erwarten Sie den Lazio, die Spielanlage des Gegners? Sie stehen fast schon mit beiden Beinen im Viertelfinale. Wie wird sich das auswirken? Was erwarten Sie? Ja, ich erwarte mir eigentlich, dass sie auch so spielen werden. Sie werden die Abwehr sichern, werden kein Risiko eingehen, werden versuchen, von hinten herauszuspielen. Und solange nichts passiert, sprich, dass wir ein Tor schießen, werden sie dieses Spiel beibehalten. Ernst Dokopil, danke für die letzte Stellungnahme. Ab in die Kabine noch zu den Spielern und viel Glück fürs Spiel. Ja, man ist optimistisch. Hier natürlich in Rom hat das Spiel eigentlich schon abgehakt. Das zeigen auch die Überschriften in den Gazetten. Da heißt es zum Beispiel, Lazio adesso prendi l'Europa. Also nach den Enttäuschungen in der Meisterschaft nimmt man jetzt Europa ein, will den Europacup. Aber dann gibt es auf Seite 1 noch eine andere Überschrift. Und da sieht man auch ein Foto von einem Mann, den Sie alle kennen, Michael Konsel. Und den habe ich auch bei mir jetzt zum Interview. Michael, ist das ein gutes Gefühl, wenn einem eine ganze Stadt fast zu Füßen liegt? Ja, sicher ist es ein gutes Gefühl und ich freue mich natürlich riesig, dass mir der Start so gut geglückt ist in Italien und dass ich alle überzeugen konnte hier, weil sie doch alle sehr skeptisch waren am Anfang, weil sie einfach Österreich nicht beachten. Und ich glaube, ich habe ihnen doch zeigen können, dass man auch in Österreich sehr guten Fußball spielt und auch gute Leistungen in Österreich gebracht werden. Sie bekommen Woche für Woche Bestnoten verteilt in den italienischen Sportgazetten. Sind Sie noch stärker geworden, als Sie es bei Rapid waren, jetzt von sich aus betrachtet? Das ist so, ich werde natürlich hier in Italien noch viel mehr gefordert wie in der österreichischen Liga. Man kann ja jedes Meisterschaftsspiel eigentlich so sehen wie ein Europacup-Spiel oder wie ein Länderspiel. Es ist hier immer tolle Stimmung, volle Häuser und man bekommt es jede Woche mit Superstars zu tun. Und da wird man einfach gefordert und das war eigentlich immer schon eine Spezialität für mich. Kommen wir zum heutigen Spiel, Michael Konsel. Wir verfolgen natürlich auch das Geschehen rund um Lazio Rom. Die Mannschaft steckt in der Krise. Ist es so schlimm mit der Krise, dass Sie heute die kleine Chance auf ein Wunder für Rapid sehen? Ja, es war immer so. Wir waren mit Rapid sehr, wie ich noch bei Rapid gespielt habe, waren wir sehr, sehr oft eigentlich Außenseiter und wir haben im Europacup immer wieder überraschen können. Wie gesagt, die Italiener sind von sich aus, von der Einstellung her schon weiter. Und das ist ein zusätzliches Plus natürlich für die Rapid-Mannschaft. Darauf hoffen wir, auf dieses Plus. Michael Konsel wird auch gemeinsam mit Peter Elstner uns durch dieses Spiel begleiten. Und zu ihm, nämlich zu Peter Elstner, geben wir jetzt hinauf. Buonasera, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier aus dem Olympiastadion in Rom, das ja große Tradition hat. Gleich daneben die großen Sportstätten wie Tennisplätze, Schwimmstadion, wo auch schon Europameisterschaften und wie gesagt Olympische Spiele stattgefunden haben. Hier geht also Rapid an die Arbeit, muss man sagen. Die Mannschaft geht unter einem Vorzeichen ins Spiel. Sie kann eigentlich nichts verlieren. Sie kann nur gewinnen nach der 0:2 Heimniederlage in Wien, wo zwei leider individuelle Fehler entschieden haben. Der Michi Konsel, der gerade unten war, bei Christian Nehiber, der sitzt jetzt neben mir und der wird mir, wenn es interessant wird, ein bisschen beistehen in taktischer und sport- oder fußballtechnischer Hinsicht. Wir haben soeben jetzt erst die Aufstellungen bekommen. Beginnen wir gleich einmal bei der heimischen Mannschaft. Hier sehen Sie den Sektor der Lazio-Fans. In das Stadion hier gehen 83.000 Menschen hinein. Ungefähr 10.000 bis 12.000 sind einstweilen hier. Und vielleicht wären es noch mehr, wenn hier der Anpfiff ertönt. Rapid spielt also mit Hedl im Tor. Dann überraschend mit Jerkan, der erst vor 14 Tagen eine Arthroskopie hinter sich gebracht hat mit einer Meniskusverletzung als Libero. Dann die Mandecker Hidden und Radajcik. Und im Mittelfeld spielt dann die Mannschaft mit Prosenik, Zingler, Wagner, Wimmer,
und an der linken Seite, da fehlt ja Bürg, dort spielt Wimmer und Christian Stumpf und Ipur. Ich hoffe, wir bekommen auch dann die Mannschaftsaufstellungen eingeblendet von unseren italienischen Kollegen, die hier übertragen. Lazio Rom hat einige Schwierigkeiten. Mancini ist nach seiner gelb-roten Karte ja gesperrt. Wie überhaupt in beiden Teams einige prominente Spieler fehlen, wie gesagt, ist gesperrt. Auch auf der Seite von Rapid gibt es einige entscheidende Ausfälle, denn vier Spieler sind gesperrt, nämlich Bürg. Wo habe ich jetzt meine Unterlagen? Auch Freund ist nicht dabei, der ja eine gelb-rote Karte erhalten hat, und Peter Schöttl. Die Mannschaft von Trainer Eriksson, hier haben wir sie im Bild, ist der klare Favorit, das ist keine Frage. Und fragen wir mal schnell den Michi Konzel, wenn er da so die Bilder sieht, was erwartet jetzt die Rapid-Mannschaft in den ersten Minuten? Was glauben Sie, wird Lazio versuchen, so überfallsartig anzugreifen wie in Wien, oder wird man sagen, okay, schauen wir mal, was mit dem 2:0 im Rücken für uns passieren kann? Und zuerst einmal hat sie überhaupt nicht verstecken, und Lazio wird wahrscheinlich einmal probieren, dass sie Druck machen können, eher locker angehen, wenn ihnen das gelingen sollte. Und da muss er bitte von den Namen her eine super Truppe eingekauft. Und alle haben sich erwartet, dass Lazio sicherlich um den Titel mitspielen wird. Und momentan liegen sie wirklich sehr, sehr schlecht in der Tabelle. Und da wird natürlich auch dann der Trainer sofort angegriffen. Der hat auch Schwierigkeiten mit Turin, schießt es 1:0 für Lazio. Damit ist ja alles klar. Rapid muss sich im letzten Moment dieses Spieles doch noch geschlagen geben, und Sven-Göran Eriksson hat den von ihm versprochenen Erfolg jetzt faktisch in der Tasche. Es ist schade aus der Sicht des österreichischen UEFA-Pokalteilnehmers, der sich damit verabschieden muss aus dem UEFA-Pokal, dass dieses Tor von Venturin gerade in der Schlussphase noch fällt. Der Ball hat einigen Effekt, wunderschön vorbereitet von Casiraghi, kurz und trocken übernommen. Da hat man als Tormann auch wenig Chancen, darüber zu kommen, Michi. Das kann man immer sehr schwer von oben sagen. War ein sehr schönes Tor. Sehr schöner, trockener Schuss. Hier noch einmal. Kommt frei zum Ball. Wird auch nicht energisch attackiert, Venturin. Und der eingewechselte Spieler nach einer herrlichen Vorlage von Casiraghi, wird man morgen in blumenreicher Sprache in den Gazetten lesen, bereitet das 1:0 durch Venturin vor. Ja, war ein schönes Tor. Naja, jetzt ist das Spiel an und für sich gleich aus. Das Resümee dieses Spiels hat der Michi Konzel ganz sachlich und trocken Ihnen vorher gesagt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wünschen darf man sich manchmal, was die Wünsche der Rapid-Fans, die hier zugeschaut haben und die auch hierher mit nach Rom gekommen sind, die sind nicht in Erfüllung gegangen. Es wäre auch ein Wunder gewesen. An und für sich musste man ja nach der Statistik von Rapid im Europapokal auswärts in Italien ein Debakel befürchten, das ist es nicht geworden, auch weil Lazio sehr trocken und sicher gespielt hat und Rapid eben mit den Mitteln, die zur Verfügung gestanden sind, sich nicht weiter als eben hier gezeigt durchsetzen konnte. Jetzt könnte man ruhiger zweites Tor riskieren, ha, und probieren, ob man in Ausgleich ist, aber vielleicht ist das auch nur ein Wunsch. Ja, das ist. Und alles ist natürlich immer leichter ist gesagt als getan. Oben, ne? Klar. Ja. Nur ob man dann jetzt letztendlich 1:0 verliert oder schon von Beginn an mehr riskiert und vielleicht zwei Tore einfängt und dann schießt. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich bin halt jetzt persönlich der Meinung, man sollte immer alles probieren und riskieren. Und es ist ein Spiel, da gehört Risiko dazu. So ist es. Genauso wenn man einmal 2:0 hinten ist, dann kann man eh nichts mehr verlieren, dann kann man eh nur mehr gewinnen. Also das hat vielleicht ein bisschen gefehlt, aber wie gesagt, also es ist schwer von oben zu sagen. Lazio hat eben die Räume sehr eingemacht und es war wahrscheinlich wirklich nicht mehr drinnen. Wahrscheinlich ist Lazio um diese Klasse auch besser. So, noch eine Freistoßmöglichkeit jetzt für Rapid in der Schlussphase. Prosenik. Ipua, fast hätte er hier den Ball bekommen und Abstoß. Es wäre schön gewesen, wäre ein versöhnlicher Ausgang dieses Spiels gewesen. Rapid
das kann man jetzt schon sagen, verabschiedet sich vom Europapokal, nachdem man sich in den Spielen gegen Bobby Brünn und Petach Tikva durchgesetzt hat, nachdem er auch 1860 die leicht favorisierte deutsche Bundesligamannschaft ausgeschaltet hat, hier anständig, das kann man wohl sagen, auch mit einer guten kämpferischen Leistung vom Europapokal. Die Abwehr hat gezeigt, dass sie sehr gut steht, wird schlussendlich doch noch ein Tor hinnehmen müssen. Die Probleme von Rapid liegen ganz eindeutig im Mittelfeld. Die Stürmer, Michael Konsel hat sie erwähnt, konnten nicht genügend oder gut mit Vorlagen versorgt werden. Und deshalb sind Stumpf und Ipur doch weitgehend in der Luft gehängt. Benxer hat sich wie immer als Jolly Joker bemüht. Hier im Zweikampf gegen Almeida und da gibt es Foul für ihn. Rapid kann sich jetzt auf den Winter, auf die Hallensaison vorbereiten, ein paar Tage in Urlaub gehen und sich dann wieder auf die Meisterschaft konzentrieren, die ja Ende Februar beginnt. Chamot. Noch eine Möglichkeit jetzt. Djerkan. Prosenik, da geht Ipur. Und abgeblockt hier von Nesta. Also die beiden Innenverteidiger hier gefallen mir, die spielen nicht umsonst oder sind nicht umsonst im WM-Kader Italiens. Ja, es gibt wirklich in Italien sehr, sehr viele gute Defensivspieler und dazu gehören auch die zwei, die sind sicher einer der besten Innenverteidiger, wobei sie derzeit sicher nicht in Hochform spielen, aber an und für sich sind sie einer der besten in Italien. Michi, abschließend, da ist ja alles entschieden, ein Wort zu Ihnen, Ihre Wünsche für die nächste Zeit, jetzt geht es wie gesagt in der Meisterschaft gegen Inter, hier wird ja keine Pause gemacht, sondern da wird durchgespielt. Auch aus Sicht der österreichischen Nationalmannschaft, wenn da Meisterschaft durchgespielt wird, kann da Italien müde zur WM kommen oder ist das eher ein Vorteil, dass man in Schuss ist? Man hat vorher keine Pause, keine Regenerationsmöglichkeit gehabt oder wenig. Ja, das kann man schwer sagen, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist. Ich glaub eher, dass das die Profis wegstecken und die sind es einfach gewohnt. Sie spielen ja schon jahrelang in Italien durch im Winter. Und das ist sicherlich für die Italiener kein Handicap, dass sie die Meisterschaft durchspielen im Winter. So, und damit der Schlusspfiff des Schiedsrichters aus Polen, Wojciech. Ich bedanke mich bei Michi Konsel, wünsche ihm viel Glück für die Zukunft. Hoffe, Sie haben ähnlich positive Schlagzeilen jetzt auswärts gegen Inter wie heute. Und wir verabschieden uns hier aus dem Olympiastadion. Rapid verliert nach einem Treffer des eingetauschten Venturin 0:1. Buonasera, buonanotte. Michi, danke nochmal. Grazie mille. Ciao. Ja, schade, nichts ist geworden mit der Weihnachtsüberraschung, die sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft erwartet haben. Und damit ist auch die letzte österreichische Mannschaft aus einem Europapokal ausgeschieden. Eine Meldung vom UEFA-Pokal habe ich noch. Auxerre gegen Twente 2:0, die Franzosen damit weiter. Und das erfreulichste Resultat dieses Tages, das zeichnet sich im Eishockey ab. Denn da führt Feldkirch in der Euroliga bei Köln mit 4:3 etwa 10 Minuten vor Schluss und sollten die Vorarlberger tatsächlich gewinnen, dann wären sie erstmals in der nächsten Runde der Euroliga. Das wäre sicherlich ein ganz wichtiger Impuls für das österreichische Eishockey. Das war's für heute. Morgen wieder Sport um 20 Uhr in ORF 1 und um 20.15 Uhr dann die Champions League mit dem ganz großen Schlager zwischen Juventus und Manchester United. Bis dahin, auf Wiedersehen.